Ja, meine lieben Damen des Klötzchenbauens, wir sind hier zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, und das war ein sehr lustiger Start. Ich weiß, ich bin der Komiker hier. Ja, ich bin im Moment die witzigste Person. Nein, natürlich nicht. Wir haben immer noch keine Lava-Eimer geholt. Warum auch? Das wäre ja gut. Wir holen nochmal eine Spitzhacke. Natürlich nur aus Eisen. So. So. Zack. Das passt. So, und jetzt schnell zurück in die Hölle. Hallo Forest, du schaffst das. Komm schon, lauf. So. Ist hier schon Lava? Nein. Das erfreut mich. So. Da sind wir auch schon. Lava. Gut. Das war's schon. Jetzt wieder schnell zurück. Genau so. So. Was essen? Und jetzt schnell zurück. So, ich bin schon überlegen, weil ich hatte bei Steam ein Spiel gesehen im Angebot, The Ship, und ich hatte mich gefragt, ob ich das eventuell Let's Playen sollte, weil es ist nicht so ein heftig langes Spiel, also es sind nicht allzu viele Parts. Wenn man sich Mühe gibt, dann sollte man das Spiel relativ schnell sogar und zügig beendet haben. Und ich fand das Spiel einfach interessant und deswegen nochmal Frage, ob ich das eventuell Let's Playen sollte. Ich fand das ziemlich interessant, deswegen, ja, ich würde es Let's Playen. So. Oh Mann, ey. So, ich werde jetzt erstmal. Ja, ich werde jetzt erstmal hier so ein paar Falltüren basteln. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. So, einmal hier bitte Falltüren. Paar Stück. So, machen wir mal 10 Stück. Das sollte reichen, weil wir haben ja auch 10 Lava-Eimer. Passt irgendwie sinnvoll zusammen. Und dann gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich das wollte. Aber wie man meinen Erfolg kennt, wird das voll in die Hose gehen.
Ist gerade Nacht, das passt sogar. So, dann werden wir es jetzt mal hier schnell durchziehen. Ich weiß nicht, sollen wir das nochmal um einen erweitern? Komm her, du Scheißkerl. Los. Haha. So, und zwar dachte ich mir, das hier weg. Obwohl, ist hier nicht schon... Kacke. Das ist jetzt scheiße. Warum? Okay, das ist echt beschissen. Wie mache ich das denn? Daran habe ich gar nicht gedacht. So ein Dreck, Alter. Wie mache ich das denn jetzt? Erstmal hier. Ich weiß nicht, das bringt doch auch eigentlich gar nichts. Oder? Anscheinend bringt das doch was. Aber ich weiß nicht, wo fängt dann die Holzschicht da an? Irgendwo muss es hier anfangen. Ah, nicht mit der Axt. So. Ein Zombie. Wo ist er denn? Da ist er schon. Angst. Ach so, ich schlag mit der Hoe. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Okay. Da unter ist Holz. Schönes Ding. Wenn da unter Holz ist... Mama. Pisst euch. So, wenn da unter Holz ist, dann dürfte es da eigentlich nicht durchkommen. Das reicht von der Höhe, dann könnten wir das sogar so machen. So, tausche ich aber kurz nochmal die Ebene aus zu Cobblestone, damit wir wissen, oh, da sollten wir... Ja, Mama. Ach, nun Slime. Sag das so. So. Damit wir Bescheid wissen, da ist irgendwas. Was macht der da? Stirb. Nerv. So, ich glaube, da sollte die Lava nicht durchgehen. Wenn doch, haben wir ein ziemlich fettes Problem. So, machen wir das mal. So. Und jetzt... ich bin so blöd. Okay. Das hat keiner gehört hier. Was da? Da. Das da. Und das da. Das da. Das da. Und das da. So, jetzt müssen wir hier raus. Nein, 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 nein! Böse! Nein, nein! Wieso hasse ich euch? Oh Gott. Bitte, hatten wir ein Bett? Hatten wir eins? Ja, hatten wir. Warum habe ich nicht einfach die Zombies ausgemacht? Ich wusste, dass das kommt. Hoffentlich verrecken die jetzt darin, die Mistkerle. Ja, sind sie. Na komm her. Kannst du nicht rüberkommen? Oh. Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot Nummer 2. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal, es funktioniert, was ich vorhab. Das reicht mir. Oh, geht er flöten. Das ist doch lustig. Nein, nicht meine... Oh, so ein Arschloch. Hat er meine Axt genommen. Und ist gefailt. So, komm schon. Schmeiß dich auch in den brennende Lava. Dankeschön, du Arsch. Ey. Lauf rein da und halt die Klappe. Das geht in die Hose. Doch nicht. Du gehst jetzt in die Brüche, Alter. Da hinten ist ein Versicherungsvertreter. Ja, ich helfe dir erstmal rüber, du Spacken, Alter. Und tschüss. Weg ist er.
Ich find's lustig. Heb nicht immer alle Sachen von mir auf. Das ist immer noch meins. Ja, geh flöten. Jetzt bin ich dran. So. Nichts. Ja, nichts. Gar nichts. Darf ich mal bitten? Bisschen Dirt. Bisschen Dirt. So. Und no, machen wir mal hier ein paar Falltreppen. Die Dinger haben wir nämlich gerade verloren. Also neue. Scheiße, wir hatten einen halben Stack mit, oder? Wir hatten doch einen halben Stack Steak mit. Ist weg. Das ist doch scheiße. Naja. Flint. Da ist Lava, das tropft. Das da auch nicht. Nehmen wir jetzt mal hier Tropenholzbretter. Die Dinger kriegen wir nämlich wie sonst was. So, Falltür. 16 Stück. Drauf geschissen, machen wir uns eben welche in Vorrat. Auf Vorrat fehl. So. Bin ich ja nicht auf der Baumschule. Puh. Glück gehabt. So. Da ich keinen Bock habe, ewig drüber zu springen, weil es einfach nur scheiße aussieht. Ich hoffe mal, dass die Dinger jetzt nicht abfackeln, wenn man die da drauf packt. So, sollte da ein Versicherungsvertreter kommen, geht das in die Hose. Ja, passt. Am besten ist, wir haben noch einen Mechanismus, der das auslöst. Ein Knopfdruck genügt und wir haben das schon unten. Ja, am besten wäre, wenn wir immer hier zwei Stück lassen. Da kommt schon wieder ein Kunde. So. So ein Vollidiot, ey. Da fragt man sich doch immer wieder, warum Versicherungsvertreter nie Erfolg haben. Jetzt wisst ihr das. Einfach strunzendumm. So. Das ist aber eine coole Idee hier. So. Obwohl, wir könnten das eigentlich doch ausschärfen und könnten die Lava rausnehmen. Oder wir könnten das so machen, dass die Viecher durchfallen. Irgendwie, weil da unten ist ja unsere... Ja. Scheiße, überlegt die Bauplanung da. Da unten ist ja unser Lager. Sonst hätten wir das so machen können. Die Viecher fallen einmal durch Lava durch. Und dann machen wir da unter Schilder. Weil durch die Durch die Schilder geht die Lava nicht weiter nach unten und bleibt auf dem Fleck stehen. Das wissen aber, ich denke ich mal, die meisten Minecrafter unter euch. So, und dann haben die schon ein Leben verloren, brennen unten noch so ein bisschen vor sich hin. Und dann können wir sie töten und somit haben wir eine kleine Farm. Das finde ich ganz cool, weil die laufen ja auch hier selbstständig rein. Machen wir das denn? Haben wir in der Mitte unten irgendwie Platz für diese Viecher? Dann müssten wir ja eine kleine Röhre machen mit Wasser, Strom hier und dann werden die in die Mitte getrieben. Oh Gott, Leute, das sieht danach aus, als hätten wir noch viel vor. Ich hoffe zumindest, dass das alles glatt läuft. Wir gehen jetzt mal in den Keller hier und gucken uns das mal an von unten. Wie das eventuell lösbar sein könnte. Da es schön in der Mitte gebaut ist, finde ich das schon mal cool, weil wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen freien Platz. Wir könnten da auch zwei draus machen. Da müssten hier Glas mit Glas alles abgedeckt werden und dann ja, sieht zwar nicht pralle aus, aber es hat halt einen Zweck. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen das. Und wenn wir notfalls eben hier ein Loch reinmachen. Da und da. Dass die Viecher hier runterfallen. Dann müssten wir das hier irgendwie... Ja, geht man hier mal in den Seiten. Das ist doch scheißegal. Ich weiß nicht. Mann. Notfalls müssten wir mit Pistons arbeiten. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so als Zwischenlösung, dass hier keine Zombies reinmarschieren. Ist ja schon vollkommen in Ordnung.
So, wir haben ja gesagt, wir bauen noch die Felder um. Das machen wir jetzt. Bauen das Feld halt ein bisschen ab. So, nehmen uns mal unsere Werkzeuge. Und okay, das ist ein kleiner Zwischenfall. So, wieder voll da. Zombie Drops, machen wir hier mal die Slimebälle weg. Essen, gebratenes Essen, nehmen wir hier mal Steaks mit. Und essen mal ein paar. So, wir ignorieren jetzt einfach mal die 16 Minuten. Wir machen bis 20. Und in der Zeit bauen wir halt das Feld ab. Und hoffen, dass wir hier unten schon wieder anfangen können. Mann, wo habe ich das denn hingepackt alles? Da. Ganz viele Schaufeln. 2 Stück reichen. So. Erstmal. So. Zack, haben wir schon Schaufeln und jetzt gehen wir mal nach oben und bauen die Felder ab, oder das Feld. Und dann werde ich mich gleich offcam damit mal im Paint.net beschäftigen, ein paar Skizzen anzufertigen, wie das unterirdisch hier im Keller nachher aussehen soll, mit der Anordnung der Felder und so weiter und so fort, damit wir das auch langsam mal hinkriegen. Lackt. Heftig. So. Einmal da platzieren, wieder abbauen. Nächsten. Und nächsten. So, das haben wir. Jetzt bauen wir das Ding ab. So lange dauert das gar nicht. Das ist eine entspannte Zeit. So, was ich natürlich jetzt anmerken muss, ist, dass wir auf jeden Fall nachher ein paar Slime, Kolben bauen, damit wir eine automatische Erntemaschine basteln können. Für Getreide, Wurzeln, all das wird alles automatisch laufen, weil, warum nicht? Wir können es halt. So, Platz haben wir ja auch hier noch. Also, warum nicht? So. Das mal ganz schnell, bitte. So. Schneller. Noch schneller. So, komm schon, du schaffst das, nicht einschlafen. Gut, das haben wir. Jetzt die Melonen, mit Schwertern ging das doch schnell. Oder tut sich da nichts? Doch, da tut sich auf jeden Fall was von der Zeit. Naja, mit dem Unterschied, dass wir so halt keine Lebenspunkte von der vom Schwert verbrauchen. So, das bitte auch mal kurz hier. Und Dirt haben wir jetzt hier noch. Bauen wir das mal kurz ab, weil ich keinen Bock habe, darauf rumzuspringen wie so ein Idiot. Du fällst jetzt mal bitte hier runter, weil wegen ist so. Die Käfige bzw. die Gehege werden wir nachher auch noch verlegen. Toll. Oh, wir haben sogar was dabei zum Locken. Na komm her. Ist ja doch nicht mehr so blöd. Obwohl. Naja, denn nicht. Pech. So, das wächst ja alles wieder schön zu.
Das nehmen wir auch mal mit runter hier, Kies und die Zäune. Dann haben wir jetzt alle Kisten leer eigentlich. Da haben wir. In Öfen, die Kohle müsste eigentlich wieder rausfallen. Ja, gut, dann bauen wir die mal schnell ab. Und das dauert mir zu lange. So. Das lassen wir auch erstmal stehen. Das stört mich auch nirgends. Das Bett ist sehr wichtig. Das brauchen wir. Spawnpunkt und so. So, wir haben unsere 20 Minuten auch schon längst. Wir sortieren das unten nochmal kurz ein. In die Kisten. Ordnung ist alles. Und dann war's das. Dirt. Das müsste hier sein. Kies haben wir hier hin. Dem Kies. So, Pflasterstein haben wir hier drüben. Das weiß ich noch. Das ist normaler Stein. Stein. Alles Stein. Wo haben wir denn den Cobblestone? Koppel. Da ist Cobblestone. Nether haben wir hier. Jo. Einmal bitte ordnen. Dirt haben wir hier drüben. Habe ich total vergessen. So. Die Falltüren und das kommt hier rein. Ofen. 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 Der kommt weg. Und wir machen das mal so. Erstmal als Zwischenlösung, damit wir überhaupt Öfen haben, die wir benutzen können. Okay, es könnte ein Weilchen dauern. So. Da kommen wir der Sache schon etwas näher. Stimmt, Shift gedrückt halten. So, das sieht schön aus. Spitze. Auf die andere Seite kommen nachher auch noch welche und dann haben wir das Problem gelöst. So, packen wir hier schon mal wieder Kohle rein. Ist die Kohle da noch drin, Alter? Nee. Ich dachte gerade, die Kohle ist da noch drin. Heftig. So. Die Kohle ist da auch aufgeteilt. Packen wir den Rest der Kohle eben unter Kohle rein. So. Kessel behalten wir erstmal in der Hand. Zaun. Hier drüben rein. Da. Die kommen hier oben. Weizen. Das kommt da rein. Wenigstens weiß ich hier schon etwas Bescheid. So, das kommt da noch mit zu. Und die Wurzeln. Melonen. Kommt hier rein. Melonenkerne. Die kommen hier oben. Zack. So Leute, das haben wir. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Eine Zwischenpause. Ich muss rendern und zwar 3 Parts. Die Parts werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber in Wirklichkeit sind die noch gar nicht gerendert. Mystisch, mystisch. Nein. So, wir machen das hier. Das scheint alles gut zu funktionieren. Dabei bleiben wir erstmal. Das ist schick. So. Das werden wir nachher noch optisch ein bisschen aufpäppeln. Mit durchgehendem Stein oder Ziegelstein, keine Ahnung. Im Moment reicht's. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. In alter Frische. Wie immer eigentlich. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Trails IP. Ciao, Leute.